Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Review. Heute zeige ich euch den Mod Zombieland. Also, der heißt Zombieland und wie man sieht, verändert der Minecraft komplett. Also nicht komplett, aber ziemlich. Und zwar joint man in so einer öden Wüstenlandschaft oder wie man auch immer das beschreiben mag. Mit diesen komischen Ranken gibt es manchmal. Dann gibt es ganz selten, also wirklich ganz selten Bäume. Und Holz und sowas, also es gibt noch NPC-Dörfer und sowas, aber alles richtig selten. Ja, und dann das Beste natürlich, es werden solche Zombies hier gespawnt oder ja, erschaffen. Und der Mod bewirkt auch noch, dass sich der Sound ändert sozusagen, also dass man, wie man jetzt auch schon hört, der Sound ist komplett anders, wenn man einen Zombie schlägt, und die Zombies droppen auch noch komplett andere Sachen, also jetzt nicht irgendwelche verdorbenes Fleisch oder so, sondern auch manchmal schon Gold oder sowas, also wirklich Sachen, die man brauchen kann, weil es sonst ja eigentlich wirklich, also nicht wirklich eine Möglichkeit gibt, um das Zeug anders zu bekommen. Ja, und die Zombies sind viel stärker als die normalen Zombies. Ja, das ist so das Größte. Und dann die Texturen ändern sich nochmal komplett. Also wie man das hier sieht, unten die Anzeige, wo die ganzen Sachen sind, sieht ja komplett anders aus. Dann das Inventar sieht nochmal anders aus. Ja, dann wie man jetzt eben gesehen hat, haben die Knochen gedroppt. Okay, kann man sagen, kann mal, also machen andere Zombies manchmal auch. Ich muss den Sound mal ein bisschen leiser machen. Ich kann ja nochmal versuchen, dir hier ein paar andere zu killen und dann was anderes zu bekommen. Ja, aber auf jeden Fall, man fühlt sich in dieser Welt sozusagen, fühlt man sich echt wie in Zombieland. Also wirklich komplett alleine, ohne irgendwelche Hilfsmittel oder sowas. Das ist wirklich krass. Und es passiert ziemlich schnell, dass man fast am Hunger stirbt. Also das ist mir schon ziemlich oft passiert. Und manche Zombies greifen einen wirklich schnell an und gehen dann aber mit einem Schlag wirklich fast die ganzen Leben in dem Sand weg mit einem Schlag. Also das ist wirklich heftig. So, dann, wenn man stirbt, hat man verloren, das alles, was man sich erarbeitet hat, findet man dann nicht wieder. Und das ist wirklich, also ich bin da schon ein paar Mal ausgerastet, wirklich, weil wenn man dann mal irgendwie einen Baum gefunden hat oder sowas, dann hat man schon viel geschafft. Also wenn man wirklich einen Baum findet, dann kann man viel mehr machen, weil tötet man viel mehr Zombies, viel schneller und alles Mögliche, kann man Stein abbauen und sich dann bessere Werkzeuge erschaffen. Weil so läuft man ja hier rum und kann nicht wirklich Zombies killen ohne irgendwas. Ja, und dann auch, also wenn man einen Baum sieht oder sowas, ich würde wirklich alles abschlagen. Wirklich alles, weil sonst auch die Samen und alles mit einsammeln, weil man findet so schnell wirklich keinen Baum. Ja, also das sind so die größten Sachen, die das Spiel bringt. Und wenn man damit too many items oder sowas cheatet, dann bringt der Mod nichts. Der Mod kann auch ziemlich schnell langweilig werden. Also nicht ziemlich schnell, sondern wenn man ihn dann lange spielt, dann wird er irgendwann langweilig, wenn man nichts findet. Aber sobald man dann was findet, macht er wirklich mehr Spaß. Ja, und irgendwie droppen die jetzt nur noch Knochen. Naja, also auf jeden Fall, sie droppen auch noch andere Sachen außer Knochen oder sowas. Naja, also ich finde den Mod persönlich ziemlich cool. Mal kurz die Musik leise. Also der Mod ist wirklich cool, und aber für welche, die sagen, sie wollen mehr mit Redstone oder mehr Survival spielen, für die ist das nicht was, weil hier wirklich was mit Häuser bauen ist nicht. Da muss man schon wirklich sehr lange spielen, damit man sich irgendwann ein Haus bauen kann und dann wirklich so richtig leben kann. Das ist eher so, man spielt dann eine Stunde oder anderthalb, dann stirbt man. Also es ist jetzt nicht immer so, aber es ist meistens so, und dann hat man keinen Bock mehr.
und fängt dann irgendwann wieder von vorne an. Also es ist irgendwie, es ist eher ein Mod, den man mal ab und zu spielen kann. Das Problem an dem Mod ist aber, dass man keine anderen Mods halt installieren kann, außer halt Zombies Modpack und Too Many Items. Also die funktionieren. Kann man dann rüberfliegen und irgendwo einen Baum suchen? Na klar, aber dann bringt der Mod auch wirklich nichts, finde ich. Ja, also wie gesagt, wenn man den Mod installiert, sollte man keine anderen Mods erzählen, aber das erzähle ich nochmal. Nicht installiert haben, also keine anderen Mods installiert haben, aber das erzähle ich nochmal in der Installation. Ja, dann der Mod hat halt ein komplett neues Soundpack bekommen. Nicht komplett, aber so das meiste ist neu. Ja, das Texture Pack hat sich geändert. Sind zwar die Standard-Texturen, aber das Inventar hat sich geändert. So, jetzt sind hier nochmal andere Zombies. Die sehen ganz normal eigentlich ziemlich ähnlich, aber ich kill sie mal. Oh. Also hier sieht man, da hat man eben ja gesehen. Ja. Und jetzt bin ich gestorben und bin an einem Punkt, wo ich jetzt einfach neu anfangen kann. Also es ist, ja, kann man sagen, man verzweifelt schnell und man fühlt sich auch wirklich einsam hier. So, ich fliege jetzt einmal hoch, zu gucken, ob hier irgendwas ist. Ach ja, der Himmel sieht komplett anders aus. Und wenn man da reinfliegt, wird es auch dunkel. Das ist irgendwie so eine Wolkenschicht oder so, kann man sagen. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt den Mod ja mal installieren. Geht schnell und ja, man kann ihn mal spielen, aber so wirklich, man hat jetzt so stundenlang zu spielen, weiß ich nicht. Aber ja, man muss einfach den, man muss Zombies mögen, also Zombie-Filme oder sowas. Sollte man schon mögen, weil sonst bringt das nicht viel. Also es macht Spaß, aber ja, ich weiß nicht, also ja, es ist ein cooler Mod, aber jeder muss für sich wissen, ob sich das lohnt, den zu installieren oder nicht. Ja, das war jetzt so die kleine Einführung. Ach ja, bevor ich es vergesse, es gibt noch neue Items dazu, also Pistolen und sowas. Die Crafting-Rezepte stehen nochmal auf der Seite. Ich hab die Crafting-Rezepte persönlich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Könnt ihr ja mal selber gucken, ob ihr das hinkriegt, da was zu craften. Also es gibt Pistolen, Gewehre oder auch Munition oder so, ich hab's nicht ganz verstanden. Naja, auf jeden Fall, das war jetzt so die Vorstellung, also das Mod Review. Und dann sehen wir uns jetzt gleich zur Installation auf dem Desktop. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt bei der Installation. Und dann geht ihr erstmal auf den ersten Link, also zu dem Link in der Beschreibung zu dem Mod. Scrollt dann ein bisschen runter, oder ein bisschen viel sozusagen. Hier sind ein paar Bilder über den Mod. Also ich habe halt, hier sieht man halt nochmal die Gewehre, von denen ich erzählt hatte. So, hier sind nochmal die Rezepte. Die sind ein bisschen, naja, unlogisch, wie ich finde, aber egal. So, dann scrollt ihr runter, bis ihr hier seht Downloads. Dann klickt ihr hier Zombieland 1.2, also Version 1.2, also es ist, ich, na egal, ihr wisst, was ich meine. So, dann klickt ihr da drauf und dann seid ihr hier auf Mediafire und ladet euch das runter und speichert das dann auf dem Desktop oder wo auch immer ihr das speichern wollt. So, ich habe das jetzt schon runtergeladen und habe das hier. So, dann müsst ihr als allererstes Windows-Taste R drücken und da eingeben %appdata%. Aber ich glaube, das wissen die meisten von euch ja schon. So, und dann ist wichtig, ihr müsst den .minecraft-Ordner, also ich würde ihn natürlich, wenn ihr da irgendwelche Mods drin habt oder wie auch immer, erstmal eine Sicherheitskopie, also ein Backup machen oder STRG-V oder Rechtsklick und dann Kopieren drücken und dann auf dem Desktop STRG C und jetzt STRG V oder dann halt Rechtsklick und dann Einfügen klicken und dann kopiert ihr das halt auf den Desktop. Das würde ich als allererstes natürlich machen, eigentlich bei jedem Mod würde ich das machen, aber naja, auf jeden Fall, es dauert jetzt einen kleinen Moment, es sind nämlich schon ziemlich viele Dateien,
Ich habe jetzt den Mod mal installiert, bei euch könnten das ein paar mehr Dateien sein, sind es auch wahrscheinlich. Auf jeden Fall, naja, dann könnt ihr schon mal wieder in den Roaming-Ordner gehen. So. Und dann könnt ihr den Punkt Minecraft-Ordner, also nicht könnt, sondern müsst ihn löschen. Klingt komisch, aber bei mir hat es nur so funktioniert, deswegen zeige ich euch das auch so. Okay, dann startet ihr Minecraft nochmal neu. Startet das nochmal. So. Und dann seht ihr hier schon, erstellt er den neu. Und so, dann melden wir uns da mal an. So. Den Namen, das Passwort. Könnt ihr hier auf Speichern klicken. Gibt mir Sinn. So, und dann macht er das halt und installiert die ganzen Dateien nochmal neu. Ja, das ist jetzt erstmal unwichtig. Dann habt ihr hier diesen Zombieland-Ordner. Bei euch ist das wahrscheinlich eine WinRAR-Datei, also ihr braucht dazu noch WinRAR. Der Link ist dazu aber auch nur in der Beschreibung. Ja, könnt ihr euch dann runterladen, wenn ihr es noch nicht habt. So, dann könnt ihr Minecraft erstmal wieder schließen. Und dann macht ihr Rechtsklick oder halt öffnet das einfach mit WinRAR, diese Zombieland-Datei. So. So, dann geht ihr hier in den Punkt Minecraft-Ordner, in den Bin-Ordner und die Minecraft.jar öffnen mit WinRAR Archiver. So. Und als allererstes löscht ihr mal wieder den Meta-Inf-Ordner. Aber das wissen ja die meisten von euch sicherlich. So. Dann geht ihr hier in den Zombieland-Ordner auf Class Files und drückt dann STRG A und nochmal STRG und macht diesen oberen Ordner da weg und zieht dann einfach alles rüber in die Minecraft.jar. So. Dann könnt ihr hier die Minecraft.jar schließen. Geht ihr in dem Bin-Ordner vom Explorer, geht ihr wieder zurück auf. Also dann erstellt ihr euch einen neuen Ordner, nennt den Mods, also einfach nur Mods nennen, klickt da drauf und geht dann in diesem Zombieland-Ordner wieder bei WinRAR, geht ihr dann auf den Mods-Folder und zieht da Resources einfach rüber zu in den Mod-Ordner beim Explorer wieder. Dann geht ihr beim Explorer auf Resources, so geht ihr hier wieder in den Zombieland-Dingens zurück, klickt auf Resource-Folder und dann zieht ihr diese drei Dateien oder diese drei Ordner, besser gesagt, einfach wieder rüber. So, dann sagt er hier, dass dieser New-Sound-Ordner schon existiert hat. Das sind dann halt die Sounds aus ganz Minecraft, die ändern sich ja. So, dann hier könnt ihr dann halt alles verschieben und ersetzen. So. Ja, das war dann so die Installation. Ist eigentlich relativ einfach. Ja, dann zeige ich nochmal kurz, dass es kein Black Screen gibt. So, Moment. Login. Und dann werdet ihr auch gleich sehen, dass sich da schon was geändert hat. Und zwar steht da jetzt nicht mehr Mojang, sondern Welcome to Hell, Zombieland und dann irgendeine Version. Ja, und das Menü hier hat sich auch geändert und naja, also das war dann die Installation. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen nach oben geben und ja, wir würden uns natürlich noch freuen, wenn ihr noch ein paar Ideen oder Wünsche habt, was ihr so sehen wollt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ciao.